Hallo und willkommen zur FIFA 23 Dynamo Dresden Karriere. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht und so, also es wird dann direkt losgehen mit den Spielen. Mit dem Vorbereitungsturnier. Ich werde die Spiele selbst spielen, um das, ja, um es gesagt zu haben. Weil ich sonst nicht genug Videomaterial hätte. Ich glaube, es ist langweilig, wenn ich die Highlights spiele und dann die ganze Zeit irgendwas einstelle mit Zeug und nach Spielern gucke. Wahrscheinlich werde ich das auch ab und zu mal streamen, die Karriere. Also wer hier dranbleiben will, ab und zu mal in den Stream-Aufzeichnungen gucken. Ja. Ich gebe dann ab und zu vielleicht mal eine Stunde. Oh. Vielleicht mal eine Stunde FIFA. Ja. Ich simuliere bis zum. Ja, also ich springe immer bis zum Vorbereitungsturnier. Warum wollen die alle Elas kaufen? Eigentlich will ich ihn behalten. Ja. Ich kümmere mich jetzt hier rum und gehe zum Vorbereitungsturnier, spiele da 2-3 Spiele. Und dann sehen wir uns wieder. So, das, ja. Also Vorbereitungsturnier werdet ihr nicht sehen. So, und ja, das war das Vorbereitungsturnier. Geht besser, würde ich sagen. Preisgeld haben wir auch nicht bekommen durch 1-0-0. Und dann nochmal 2x1-0 gespielt. Ja. Hinten konstant vorne noch ziemlich locker, würde ich sagen. Und ja, ich habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Und das dann natürlich mit dem neuen Stürmer. Ich habe noch keinen, weil ich noch schaue. Ich glaube, der hier ist ja, unrealistisch. Also, es geht, den kann ich eigentlich gleich. Egal, geht nicht nach runter oder doch. Entweder Conte. 93er Antrieb, 96er Sprinttempo. Weil vorne ist mir alles zu langsam. Oder er hier. Um ehrlich zu sein, hätte ich lieber ihn, weil er ist. Wie es heißt, er hat mehr Schuss und so und ist jünger. Aber wenn ich das hier, muss ich erst warten, bis er von seiner Leihe zurückkehrt. Ich glaube, er hat mehr Potenzial als Conte. Bei Conte, ich habe seinen Bruder mit im Team. Er spielt nämlich auch Stamm und die können beide nicht schießen, sondern beide rennen. Das ist mein Problem, weil, ne, auch halt ein Stürmer, der schießen kann. Also über die Mitte konnten wir gar nicht kommen, weil Kutschke jetzt einfach so alt ist. Ja, und Volkowski auch zu langsam. Ich würde sagen, wir versuchen. So, 1,1 Millionen versuche ich erstmal. Wenn eine Million wert ist, 100.000 drauf, das dürfte der eigentlich nehmen. So. So, hinter. Gut, gut ist gut. Nochmal die Verhandlungen mit Conte. Da spielen wir dann die Conte-Brüder. Ja, Rookie kannst du bekommen, das ist gut. 3 Jahre auch okay. Freigabesumme würde ich gerne übergehen. Nee. Also Einstiegsbonus lassen wir mal komplett weg, das ist Schmutz. Bis jetzt 6 Millionen, wir haben mal 9 bei uns.
com. No, intelligence minus. So. Da-da-da. Komm, kriegt man Adio? 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 Bitte. C. Okay, dann ist es C. Na, auch egal. Also. Na gut, egal, nicht vernünftig, aber. C. Warum C? Oh Gott, was ist mit der Jacke passiert? Hat das gerade. So. Da geht's ins Teammanagement, der wird auch direkt eingesetzt. Kutzke geht raus. Und mit raus meine ich ganz raus. Kutzke rutscht aus dem Kader. Und auch aus der Mannschaft, weil der ist 33. Und kann nicht rennen. Und Borkowski ist nur geliehen. Und ich will Leipzig in den nicht hochpushen. Ja, die Entscheidung treffe ich später. Weil bisher weiß ich noch nicht, wie die ganzen Leute hier spielen. Ja, komm, alle sehen hier. 76. Schon teuer, würde ich sagen. Wer ist das? Ja, keine Ahnung. Das sieht böse aus. Ich würde mir schon gerne noch einen holen, aber sind alle zu alt. Da ferner wurde es abgegeben. Das war der auch nicht. Malen ist viel zu teuer. Dortmund spielt der, ne? Ah. Viel zu teuer. Ja, ihn hätte ich ja gerne gespielt. Warum wird er mir hier dann überhaupt noch angezeigt? Das verstehe ich auch nicht wirklich. Egal. So. Weiter geht's ins Ostderby gegen Halle. Ja, Dresden verzichtet künftig auf Kutschke. Muss halt. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Ja. So, ab geht's damit zum Spiel. Erste Sieg gewidmet das Spiel. Oder vielleicht. Ah, wer weiß, wie lange das Spiel geht. Das ist der Kader von uns mit Ball, Lewald, Medischenko, Knipping, Meier, Arslan, Will, Hauptmann, Conte und Flahodimos. Also, zweimal Conte. Gut vereint, würde ich sagen. Und das auch noch aus Zufall. Ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Puh, das war knapp. Ja, ich weiß, wie man Elfmeter schießt. Ich hab doch... Ab geht's. So. Ahaha. Hauptmann auf Meier auf Flahodimos kann das hier drüben, kann da gut mit der Flanke helfen, aber kommt leider nicht an. Ach komm, ich weiß, wie man Ecken schießt. Und jetzt fehlt halt einfach der 2-Meter-Mann, Kutschke. Oh, ho. Da zeigt sich Conte direkt mal. Ich würde mal gerne wissen, welcher Conte das war.
ist der neue Conte. So, das hier dürfte der Flügel Conte sein. Ich kann auch nur mutmaßen. Ja, war auch der Flügel von T. Und, oh Gott, okay, von T's haben beide einen schlechten Abschluss. Dafür sind sie sehr schnell und jetzt hätte er es fast gemacht. Fast das 1:0, schauen wir nochmal drauf. Mutig. Insgeheim wünsche ich mir jetzt natürlich ein 7:1. Jeder, der das Spiel von Dresden in der Rückrunde, oder war es noch die Hinrunde, ich weiß es nicht, gesehen hat. Ja, müsste Rückrunde gewesen sein. 7:1 von Dresden gegen Halle. Sonst einfach mal auf YouTube nachschauen, war ein Schützenfest. Ja, jetzt die erste Ecke für Halle. Ich spiele dann übrigens im Waldstadion und Halle macht das Tor. 1:0 für Halle. Aus einer guten Standardsituation. Ja, und da sieht auch Broll nicht gut aus. Berko macht's, Ex-Dynamo. Ja, sieht Broll sehr, sehr schlecht aus. Ah, platzierter Kopfball von Berko. Verdientes Tor für Halle. Oh mein Gott. Ja, und dann macht's halt Berko auch mal. Ein Moment der Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Gerade nach einem Eckstoß und Flachodimos haut das Ding daneben. Ja, wir haben halt keine Leute mit gutem Schuss. Dafür sehr schneller. Die wir bisher noch nicht sonderlich ausspielen können. Auf Arslan und Arslan, den hätte ich lupfen können. Habe ich ja nicht. Gibt das noch einen Wurf? Ja. So geht's auf Hauptmann. Hauptmann kann ihn auf Conte vorlegen und Conte kullert den Ball nach vorne und ich habe Kreis gedrückt. Oh. Ja, und da wieder der Ballverlust in einer Kontermöglichkeit. Das zeigt es natürlich. Oh Gott. Jetzt zeigt die Maschen aus dem Vorbereitungsturnier, dass es immer noch nicht läuft, dass Berko immer noch Zeit braucht, sich hier einzuspielen. Und da kommt der nächste Fehlpass und ich habe gerade mit einem Tor gerechnet, um ehrlich zu sein. Da war aber kein Gegentor, von daher alles okay. Flachodimos kann es jetzt versuchen. Über den Flügel mit der Flanke auf Ahmed Aslan und das wird wieder nichts. Paul will nochmal nach vorne, steht dann aber keiner mehr. Lewald wieder nach vorne steht, da war auch keiner. Halle steht defensiv sehr, sehr gut. Kann man bisher nicht meckern. Und wir stehen defensiv halt einfach, also nicht sonderlich schlecht, aber immer mal so ein paar kleine Fehler, die dann Bälle durchlassen, die unnötig sind.
Ja, genauso wie der. Da geht die Lücke da drüben auf. Und da ist wieder der Ballverlust und das ist genauso wie vorhin 2:0 für Halle durch meinen Fehler. Okay. Der Anfang sah sehr gut aus für uns. Mittlerweile muss man sich fürchten. Und mir kann keiner sagen, dass dieser Einwurf kein Zeitspiel war. Also, so lange wie das gedauert hat. Große Mauer. Gut rausgeholt und jetzt hätte Conte, ich weiß immer noch nicht wer wer ist, den Ball nehmen können und zum Konter ansetzen können, aber nein. 2:0 zur Halbzeit. Ja, man sollte sich überlegen, wie man weitermacht. 95er Tempo und 93er Tempo, aber irgendwie läuft hier beides noch nicht so, wie es soll. Und das trotz 61er Schuss. Werden wir mal sehen, was das noch wird. Conte-Brüder müssen auf jeden Fall besser werden. Die Nummer 11 ist der neue Kanté, 32 ist der alte Kanté. Conte, nicht Kanté. Ja, und da kann man schon mal sein Tempo schön ausspielen. Und wurde fast belohnt. Für eine mutige Aktion. Davon brauchen wir mehr. Nicht, wenn die Manndeckung nicht funktioniert. Bisher läuft es, wie gesagt, nicht gut für uns. Lücke in der Abwehr aufgemacht und Halle verpasst zum Glück die Chance, die Lücke zu nutzen. Und da Aslan und Latte. Und da liegt ein Spieler am Boden. Und die eigene Mannschaft spielt weiter. So, jetzt wird sich um den Spieler gekümmert. Wird verletzt sein. Muss ausgewechselt werden. Wird die Szene nochmal gezeigt? Mich würde das interessieren, was da passiert ist. Oh, was war denn das? Ja. Zusammengeprallt, passiert. Und damit ein Spieler von Halle. Raus, Redemann. Wahrscheinlich länger verletzt, so wie das aussah. Schlecht für Halle. Aber solche Zusammenprälle passieren halt. Conte auf seinen Bruder und er weckt seinem Bruder vor. Conte Brüder mit der Vorlage 2:1 wieder im Spiel. Conte legt seinem Bruder das erste Saisontor vor und das erste Tor im neuen Verein. Genauso Conte mit der ersten Vorlage und der ersten Vorlage im neuen Verein. Sehr, sehr gutes Spiel von, also sehr guter Spielzug von beiden. Spiel ließ ja zuvor noch etwas zu wünschen übrig. Gut nach vorne gegangen sind sie natürlich, das Tor hatte nur gefehlt. Jetzt ist es da. Ah, jetzt braucht man natürlich noch ein zweites. Und da kam der Steilpass auf dem Flügel zu seinem Bruder nicht durch.
Ja, gut gemacht. Conti hätten es fast wieder machen können. Vielleicht sollte Conti sich mal einen hohen Steilpass trauen ab und zu. Und Paul hat ihn zum Glück noch mit einer Hand rausgefischt. Und nee, Conti wechsle ich ganz bestimmt nicht aus. Vor allem nicht gegen Golia. Für Golia. Nee, gegen Golia. Stimmt schon. Samson. Na gut. Schön gemacht von Lewald. Ahmed Arslan. Jetzt auf Conte, Conte, auf Conte, Conte, wieder auf Conte. Und Conte mit der Latte. Conte mit dem Lattenschuss. Es hätte hier einfach schon 3-2 stehen können. Ohne Lattentreffer. Das ist belastend und fast das nächste. Fast das Tor, fast das nächste Tor, fast das 2-0. Und das war scheiße. Halle jetzt natürlich mit viel Zeit, die Zeit fehlt uns natürlich. So, würde jetzt helfen, wenn die Abwehr zur Stelle wäre, war sie aber nicht. Boll hat zum Glück gehalten. War auch kein schwerer Ball. Ja, und dann kommen die Pässe zu unpräzise. Man steuert auch geradewegs auf die erste Niederlage zu. Gerade wieder mit den Fehlpässen hinten. Schlechte Aktionen. Ja. Schlechte Pässe gerade von Ahmed Arslan. Der sowas eigentlich immer gut konnte, beziehungsweise auch kann. Ja, und ich glaube, Conte kann so langsam nicht mehr. Eine Minute Nachspielzeit und diesen Konter müssen sie noch laufen lassen. Letzte Chance für Dresden. Letzte Chance, nicht die Niederlage zu holen. Und die Chance ist drin. 2-2. Ausgleich und damit verhindert man den Fehlstart. In der Nachspielzeit, letzte Aktion des Spiels, kommt nochmal ein Tor, Conte und sein Bruder haben beide ein Tor geschossen. Natürlich auch ein Torwartfehler und viel Glück für uns. Aber wir haben die Niederlage vermieden, haben in der zweiten Halbzeit besser gespielt als Halle, haben unsere Fehler aus der ersten Halbzeit wieder gut gemacht. Und jetzt muss man einfach an der ersten Halbzeit arbeiten. Fehlstart vermieden. Immer noch alles drin. Ja, schauen wir mal. Gehen wir gleich nochmal ins Interview. Und schauen mal, was ich so gefragt werde. So, weil nach einem Unentschieden weiß man nie, wie die Presse drauf ist. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Immer wieder gern. Genau. Genauso habe ich es gesehen und das ist gut. Ja. Ich will ihm wirklich keinen unnötigen Druck machen. Vor allem nicht, dass er mit seinem
Nö, das hat ja nichts mit Blut zu tun, weil, um ehrlich zu sein, war es halt auch überflüssig. Warte mal. Wie viele Dresden-Spieler stehen da? Warum ist da kein einziger Halle-Spieler? Krass, krass. So, das war's mit dem Video. Habt noch einen schönen Tag. Und ciao.